On air sind wir. Wir sind on air. Hallo, ihr Lieben. Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Mittwochabendstream. Schön, dass du da bist, Benny. Grüß dich, alles für alle und auch ein Hallo an Nightmare. Ihr könnt uns ja mal mitteilen, ob vom Audio her alles soweit passt oder ob es fürchterlich ist. Vom Bild her ist das auf jeden Fall noch ausbaufähig, gebe ich zu, aber das kann ich ja jetzt dann so ein bisschen entwickeln, während Joshua. Es wird sich gewünscht, dass du mehr sagst. Ach so. Ja, Leute, ihr müsst wissen, das Problem an der Sache ist, dass ich gerade nicht den Chat sehen kann. Ich kann natürlich mal gucken. Jedenfalls scheint ja alles so weit zu laufen, sonst müsste es uns sagen. Und die Frage ist, wie viel Uhr ist es bei dir, lieber Joshua? Bei mir ist es gerade 14:04 Uhr. Ja, Mittwoch. hier ist es schon dunkel. Nee, Ton hört hier sich ist gut es. an. Top. Das stimmt. Hier ist es noch ziemlich hell, wie man auch sieht. Also ich habe auch hier, ich glaube, der Fachausdruck wäre nicht ein Kellerzimmer, sondern ein Souterrainzimmer. Also ich kriege hier nur ein bisschen Tageslicht rein. Und das schaut auf jeden Fall ziemlich hell gerade aus. Ist auch gerade tatsächlich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei mir in Kanada sehr warm. Also die letzten Tage hatten wir immer 28 Grad. Hui. Zwar dann auch nur nachts auch nur so 10 Grad oder so, 10, 12 Grad. Da war es dann auch hier unten immer nachts sehr kalt, aber tagsüber hatte man richtig sommerliche Temperaturen. Denkt man zumindest nicht, wenn man da hochfliegt, ne? Ja. Also die Frage ist von Bold Anarchist, wie es Onkel Hans geht. Hast du ihn schon besucht? Nee, ich habe Onkel Hans noch nicht gesehen, aber ich wurde tatsächlich schon mehrfach mit diesem kommenden Oktoberfest konfrontiert. Okay, inwiefern? Auf Plakaten und so, oder was? Das tatsächlich noch gar nicht so stark. Also einmal ist das hier auch so ein bisschen lokal in der Kultur verwoben. Die Freundin, mit der ich hinfliege, die hat sehr wenig Interesse daran, zu diesem Oktoberfest zu gehen. Aber ihr Onkel, bei dem wir hier untergebracht sind, der hat sich auf jeden Fall schon angekündigt, mit mir dann dort mal vorbeizuschauen und ein Maß zu trinken und was Schönes zu essen. Ansonsten waren wir auch einen Tag bei einem A&W essen, das ist so eine kanadische Fast-Food-Kette. Und der, einer, der vorne gearbeitet hatte, so ein, schon ja, so 50 Jahre circa ungefähr alt, das ist ja auch was, was irgendwie in Nordamerika ein bisschen üblicher ist als bei uns, dass auch so ältere Männer bei Fast-Food-Ketten arbeiten. Das habe ich irgendwie das Gefühl, dass man es in Deutschland nicht ganz so häufig sieht. Und der war dann total begeistert, als er gemerkt hat, dass wir uns über unsere Bestellung auf Deutsch unterhalten haben und fing dann an, seine Familiengeschichte zu erzählen, dass er in der vierten Generation war und dass dann aber eben bei seinen Eltern das schon nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg halt weniger geworden war, dass sie die deutsche Sprache weiterhin gesprochen haben und der uns dann Tipps gegeben hat, wo man dann beim Oktoberfest hingehen sollte, um nicht zu sehr bei schlechtem Touristenessen zu landen. Das war der Schwabenclub, wo wir hin sollten. Wie er es, glaube ich, gesagt hat, der Swabenclub. Ja. Ja, Bold Anarchist mit den sauren Bonbons. Es ist es erstmal so, dass die teurer geworden sind, der Einsatz von den sauren Bonbons. Ist ja auch real auf dem Markt teurer geworden. und ja, ich weiß nicht, du müsstest ja dann auch irgendwelche sauren Süßigkeiten zulegen, Joshua, wahrscheinlich jetzt für die nächsten Wochen. Falls das mal wer gegen dich einsetzen möchte. Ja, ich kann mal gucken. Ich kann mal gucken, ob ich heute eine Tüte. Also, wir werden wahrscheinlich noch einkaufen fahren heute. Ob ich mal eine Tüte Sour Patch Kids oder so hole, weil sonst habe ich nur so gerade hier aktuell in meinem Zimmer
alles, was irgendwie Müsli enthält. Okay. Ja, das wäre auf jeden Fall gut, wenn du das noch zulegen würdest. Ansonsten könnt ihr das dann immer noch gegen mich einsetzen. Ja. Ansonsten wäre noch, bevor wir so richtig einsteigen in unser Thema, zu klären. Du hast ja, wie ich gehört habe, Elchhaar gegessen. Kannst du einmal erläutern, was es damit auf sich hat? Ich dachte tatsächlich, du fragst noch nach, weil ich habe einfach nur, ist halt hier eine lokale Spezialität. Also Okay. der Elch ist ja in Kanada sehr hoch geschätzt und tatsächlich hat er ein recht besonderes Fell, was primär ballaststoffreich ist. Und wenn das dann eben gezuckert gegessen wird, das war tatsächlich auch früher etwas, was sehr gerne die Pelzhändler in Kanada mit sich rumgetragen haben, um das dann eben auf den langen Reisen zu verzehren, weil von dem ganzen Trockenfleisch kriegt man ja auch Verdauungsprobleme. Und das war dann eben so der Versuch, gleichzeitig Ballaststoffe und dann eben Kohlenhydrate durch den Zucker zu sich zu nehmen und so eine Erinnerung eben an ja, die süße Heimat zu haben, in die man wieder zurückkehrt. Ja, ist auf jeden Fall eine wilde Sache, fand ich. Wie hat es denn geschmeckt, mein Lieber? Nein, ich erzähle nur Scheiße. Ich dachte nämlich, du fragst nach, was das wirklich ist. Ich hab das einfach nur hingeschrieben, weil ich fand, dass das wirklich so aussah und ich wollte gucken, ob die Leute mir das glauben würden. Da war ja auch eine Naja. Gabel und alles. Ja, nein, das ist Pishmanie. Also, es ist eine türkisch-kurdische Familie, bei der ich hier bleibe. Ja. Und das ist im Endeffekt türkische Zuckerwatte, die man von Hand so ganz in feine Fäden zieht. Häufig sind da auch noch irgendwie Nüsse und so mit reingearbeitet. Und das sieht halt aus wie Haare. Bist so ein unglaublicher Fiesling, weißt du das? Ja. Hier ist auch Bewegung im Haus. Nee, ich wusste tatsächlich auch nicht, dass du das online stellst und die Leute. Aber kann man ja so beibehalten. Also, ich werde sicherlich noch ein, zwei andere interessante Sachen hier vor Ort probieren. Ja. Ja, und dann noch die Frage, bevor wir reinstarten, ob es da Maultaschen gibt. Wahrscheinlich bei diesem einen Laden. Weißt du wahrscheinlich noch nicht, Maultaschen. ne? Also habe ich. Doch, ich glaube, ich habe in deinem Laden schon Maultaschen gesehen. Es gibt auch tatsächlich hier recht viel in den Supermärkten noch recht viel Produkte, die irgendwie einen deutschen Bezug haben. Also die große Auswahl an Bratwürstchen habe ich schon gesehen, aber ich meine, dass ich auch einmal Maultaschen in der Soup-Dumpling-Ecke neben den chinesischen Soup-Dumplings gesehen habe. Ist ja jetzt auch Und deutsches legitim. Brot ist auch die Frage. Ja, tatsächlich hat der Onkel uns direkt am ersten Morgen mit zu einer Bäckerei genommen, die so German-Style Bakery war. Und das war auch tatsächlich recht interessant von dem Konzept. Also es war wie ein Buffet, wo man sich einfach alles Mögliche genommen hat, zu auch tatsächlich recht fairen Preisen. Und es wurde nicht kontrolliert, wie du damit rausgegangen bist, sondern es war einfach so eine kleine Box aufgehangen, wo du dann das Geld reingeschoben hast in bar von den Sachen, die du gegessen hast. Und die hatten auch Sauerteigbrot, was sie verkauft haben. Und das gibt es hier auch immer noch, wobei viele von den Bäckereien einfach wegen der Konkurrenz, wie wir es eigentlich auch kennen, hatten ja auch mal eine Folge zu Bäckereien in Deutschland gemacht, deutscher Brotkultur, einfach durch die großen Ketten natürlich verdrängt werden. Wobei du da hier auch tatsächlich eine bessere Brotauswahl hast, als ich das jetzt aus den USA kannte. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt immer, wenn wir streamen, ein paar Geschichten von dir hören. Ist ja auch interessant, was du da erlebst und was für lokale Gepflogenheiten es gibt. Ich kann auf jeden Fall sagen, die Leute sind wirklich sehr nett, wie man das Das im ist gut. Klischee kennt. Wirklich sehr liebe Leute.
Das ist sehr gut. Aber in dem Sinne würde ich dann auch sagen, lass uns doch mal reinstarten in die Folgenbesprechung, weil. Oha. Der Schweinelord. Dankeschön. Dankeschön. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich denke, dass es dankenswürdig ist. Du hast Klavier, nicht, nee, nicht Klavier, sondern wie heißt es? Orgel gespielt und der Schweinelord hat ein Abo zu deinem schönen Klängen verschenkt. Oh ja, hatte ich damals in der Kirche, denn der Kirche, die ein linkes Zentrum wurde, den Soundtrack zu Lebe und Denke nicht an Morgen gespielt. Einer der besten Bollywood-Filme. Ja, wie hat euch die Folge gefallen zu Sacco und Vanzetti? Wir haben heute, wie gesagt, nicht so, machen heute keinen so mega langen Stream. Wir müssen jetzt immer gucken, wie Joshua das mit seinem Alltag dort auf der anderen Seite der Welt verarbeiten kann. Ich Und meine, wenn. heute ist dann nicht so mega viel Zeit drin, aber deswegen schreibt mal rein, wie hat es euch gefallen? Irgendwer hat schon geschrieben, gute Folge, aber wir wollen mehr hören. Sacco und Vanzetti, wer hat es euch gemundet? Wie würdest du das denn betrachten, nachträglich, lieber Joscha? Mir hat die Folge in der Produktion sehr viel Freude bereitet, weil das auch einfach, wie wir es am Anfang auch angesprochen hatten, wahrscheinlich eine der Geschichten der anarchistischen Bewegung war, die mich auch schon so mit am längsten begleitet hat, dich ja auch. Und die ich auch aufgrund von dem Kontext einfach sehr interessant finde. Gleichzeitig war es auch so, dass die Produktion unter recht viel Zeitdruck im Vorhinein abgelaufen war und ich nicht so viel schleifen und polieren konnte, wie ich das sonst bei Folgen eigentlich mache. Aber ich fand es auch mal interessant, so eine Folge dann in unterschiedlichen Stilen zu machen. Also sowohl so ein Wandel von eher inhaltlicher, ausschweifender zu inhaltlich sehr konkret auf ein Thema bezogen oder auf eine Region der Welt und dann wieder in so eine True-Crime-Nacherzählung von was, dann die Betrachtung von einem Gerichtsprozess und so eine sehr minutiöse Geschichte. Sowas finde ich eigentlich immer recht schön, wenn das gut funktioniert, weil ich finde generell, dass es leider manchmal die Tendenz dazu gibt, Geschichte zu sehr nur aus dieser individuellen Perspektive der einzelnen Person zu erzählen und nicht so sehr auf die großen Mechanismen im Hintergrund zurückzugreifen oder die nur zu streifen. Und ich finde, im besten Fall balanciert sich das sehr aus, weil es gibt natürlich auch Vorteile. So eine persönliche Geschichte kann einem ja einen ganz anderen Zugang zu einem Thema geben. Aber ich glaube, um so ein geschichtliches Ereignis wirklich zu verstehen, ist es auch einfach wichtig, manchmal ein bisschen weiter rauszugreifen, selbst wenn es eine Geschichte mit ganz klaren Protagonisten ist, die man da erzählt. Wie war es bei dir? Ja, über allem stand für mich auf jeden Fall auch diese Geschichte der Produktion dieser Folge, weil das war halt einfach eine sehr große Erleichterung nochmal für uns gewesen, dass es dann so funktioniert hat. Und das, also dass es noch vor deiner Abreise noch so in unter schwierigen Bedingungen noch in den Kasten gegangen ist. Das war halt einfach dann eine sehr schöne Sache, dass uns das gelungen ist und das hat sich erstmal einfach gut angefühlt. Und ja, und dementsprechend, ich fand auch dann tatsächlich die Folge selber wirklich gelungen. Gerade auch unter den Bedingungen, wo sie jetzt entstanden ist und also ich hatte auch selber so ein, zweimal Gänsehaut bei der Folge selbst, so von dem, was wir dann beschrieben haben und wie wir das durchgegangen sind, also einfach von der Geschichte her und das ist ja natürlich ein gutes Zeichen. Jeden Fall. Nightmare schreibt, dass du es sehr spannend fandst, den Aspekt mit der Anti-Bindestrich-AmerikanerInnen ziemlich interessant.
Und dann der entsprechenden Anti-Amerikaner-Innen-Stimmung. Ja, das fand ich auch. Das Zitat war auch sehr eindrucksvoll, finde ich, um die Stimmung dann zu beschreiben, wenn halt so ein Präsident halt also wirklich so unfassbar menschenverachtend schreibt, dann sagt das schon viel aus. Ja, absolut. Und ich denke auch, dass das gerade anhand eben dem Beispiel der Deutsch-Amerikaner ist es, glaube ich, auch für viele Leute nochmal naheliegender, auch so heutige fremdenfeindliche Stimmung und vor allem auch im Kontext von der Konfrontation von Machtblöcken das Ganze zu verstehen. Weil ich finde tatsächlich, dass, glaube ich, auch viele Leute in Deutschland vergessen, also dass es vielen Leuten in Deutschland dann auch manchmal schwerfällt, wenn es beispielsweise um so Themen ging wie die antirussische Stimmung in Deutschland oder die antipalästinensische Stimmung, sich dann vorzustellen, dass es auch genauso geschichtlich eben einem selber widerfahren konnte. Und genau da, finde ich, sieht man das ja eigentlich sehr gut an diesem Beispiel, weil viele, wie gesagt, viele von den Sachen, finde ich, kann man genau so darin finden, wie den Leuten einfach angedichtet wurde, einfach nur aufgrund eurer ethnischen Identität seid ihr Kaisertreue oder seid ihr wahlweise auch Sozialisten, was es natürlich auch beides gab. Ja, und das finde ich, hat auch dann die Folge mit unter anderem so ein bisschen ausgemacht, dass man da diese starken Parallelen auch zu heute ziehen kann. Also, das ist natürlich auch vieles, was jetzt nicht vergleichbar ist oder so. Aber das ist halt immer schön, denke ich, wenn man halt aus der Geschichte diese Parallelen zieht und auch dann Lehren fürs Jetzt ziehen kann. Das finde ich immer, immer besonders. Und naja, besonders traurig ist halt daran, dass halt dann halt viele Entwicklungen, wenn sie, die wir heute vielleicht auch in abgewandelter Form sehen, dann nur unter einer deutlich schwächeren ArbeiterInnenbewegung stehen. Was es halt ja so enorm schwierig macht, sich dagegen vernünftig zu wehren. Haben wir noch vor, weitere Biografien zu machen? Also ist auf jeden Fall nicht jetzt unmittelbar geplant. Sicherlich was, was wir mal wieder auch anpacken werden, weil mir das gut gefallen. Aber jetzt nichts, was wir irgendwie gerade in der Pipeline haben oder so. Ja, ist ja auch schwierig zu sagen, ob ich das jetzt so stark als eine rein biografische Erzählung dabei sehen würde, weil es bei Sacco und Vanzetti ja auch primär eben um ihren Fall und die Umstände darum geht. Also eigentlich ein sehr besonderes Ereignis in ihrem Leben. Das ist ja auch so ein bisschen, wenn man, was ich auch in der Recherche selber dazu gemerkt habe, zu Sacco und Vanzetti, wenn man jetzt was zu dem Leben in Italien wissen möchte oder auch zu dem Leben, was sie in den Vereinigten Staaten hatten, auch ihrem politischen Aktivismus, dann ist doch die Quellenlage wirklich ziemlich dünn, auch abseits von Sachen, die beispielsweise im Gerichtsprozess dann ausgesagt wurden. Und wenn man jetzt sagen würde, wir machen jetzt Biografien von anderen bekannten Persönlichkeiten der anarchistischen Geschichte, dann würde man ja vor allem stark eben jetzt bei den Leuten das dann machen, die große Köpfe der Bewegung waren, die sehr aktiv waren, und da ist es dann wirklich eine deutlich, dann wäre es eine deutlich klassischere biografische Nacherzählung, wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir machen was zu Mikhail Bakunin oder so. Ja, das ist auf jeden Fall echt ein krasser Punkt. Ich habe ja auch ein bisschen was jetzt an biografischer Arbeit gemacht zu dem Genossen Karl Börder. Da wird auch noch mal irgendwann eine Broschüre von mir und einem anderen, dem Andreas Müller aus Dortmund hier, dem Genossen, der so die anarchistische Geschichtsschreibung macht, rauskommen. Und das ist einfach so unfassbar schwierig, da halt einen umfangreichen Blick speziell auf Leute zu bekommen, die jetzt halt nicht so
diese großen Köpfe sind aus der anarchistischen Bewegung, weil die Quellenlage oft so scheiße ist. Also man hat halt zum Beispiel gar kein Bild oder so von ihm. Und er ist halt einer der bestbeschriebensten Persönlichkeiten, die halt wirklich in der ersten Reihe von anarchistischen Bewegungen über Jahrzehnte in Dortmund standen. Und du hast kein Bild, du hast halt super, super viele ganz grundsätzliche biografische Eckpunkte überhaupt nicht von seiner Person. Du weißt halt grob, was er politisch gemacht hat und so. Und das ist halt oft das Problem, dass speziell so die nicht die großen Theoretiker, die halt eh alle so ein bisschen kennen und wo es auch ja große Biografien und Abhandlungen schon drum gibt, die haben halt eben nicht diese Quellenlage, die das halt ermöglicht, so. Selten. Madrigal schreibt, war sehr informativ. Warum hat das der Governor damals aufarbeiten lassen? Lag das ausschließlich an dem Film? Also soweit ich das jetzt nachgelesen habe, lag das nicht ausschließlich an dem Film. Es war so, dass der Film von, ich meine, 71 auf jeden Fall einen großen Einfluss darauf hatte, den Fall nochmal re zu popularisieren und bei einer breiten Öffentlichkeit diesen Fall nochmal ins Bewusstsein zu rücken. Aber ich glaube, es lag jetzt nicht alleine daran, sondern es war auch einfach damit zusammenhängt, dass es eben diese kontinuierliche Erinnerungsarbeit auch dazu gab und es dann eben auf den 50. Jahrestag zulief und dass eben, ich glaube, auch für viele liberale Amerikaner auch einfach so ein, ja, so ein gewisser Schandfleck in der Geschichte der USA war. Und man muss sich ja auch vorstellen, auch als ich so ein bisschen zu dem Gerichtsverfahren und so recherchiert habe, findet man tatsächlich noch aus allen Jahrzehnten und auch aus den 60er Jahren habe ich ein, zwei Paper gelesen von eben juristischen Forschern, die sich eben dann weiterhin mit den Fragen dieser Gerichtsverhandlung beschäftigt haben. Und ich glaube, da kommt sehr viel zusammen, warum es dann eben zu, sagen wir mal, dieser Neubewertung jetzt auch von staatlicher Seite zu dem Fall kam. Nightmare schreibt, ob nicht auch zu der Zeit die Situation der irischen Community ziemlich schwierig war und wie verhielt sich diese Communities zur schwarzen Community? Vielleicht ein bisschen groß, aber das waren so Fragen, die ich mir noch gestellt hatte. Also die irische Community war weiterhin auch ein Ziel von Diskriminierung und fremdenfeindlicher Stimmung, wobei es auch so war, dass trotzdem die Migrationsbewegung sich zu dieser Zeit schon stark verändert hatte. Es war ja auch so, dass genau um diese Zeit herum, also Ende der 1910er Jahre, Anfang 1920 ja auch die irische Republik erkämpft wurde. Also frei von, zumindest der südliche Teil der Republik, frei von britischer Oberherrschaft war. Und die Migration hat sich ja sehr stark eben auf Südeuropa, Südosteuropa, ehemaliges Österreich, Ungarn und eben Osteuropa verlagert. Und dementsprechend waren diese Communities viel mehr im Fokus von fremdenfeindlicher Stimmung. Was deren Bezug jetzt, oder sagen wir mal, du hast ja eher gefragt, wie es sich jetzt mit der irischen Community und der schwarzen Community verhalten hat. Also das war, würde ich sagen, teilweise einfach recht widersprüchlich zwischen eben dieser Fremdenfeindlichkeit und zwischen dem Rassismus. Weil es war auch so, dass viele von diesen europäischen Migrantengruppen gewerkschaftlich organisiert waren, diese Gewerkschaften aber auch einen Einfluss auf eben das Aufheizen rassistischer Stimmung hatten. Das ist was, was in der US-amerikanischen Geschichte beispielsweise auch schon an der Westküste stattgefunden hat in Bezug auf ostasiatische Migranten, die dann auch
eben als Streikbrecher eingesetzt wurden. Genauso war es dann bei den Schwarzen während der Great Migration, als es dann eben so Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allem in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, zu großen Migrationswellen in die Städte des industrialisierten Nordostens der USA kam. Und dort kam es dann natürlich zu einer Konkurrenz zwischen den vorher ortsansässigen Arbeitskräften und dann eben den Neuankömmlingen. Und wie wir es auch in der Folge gesagt haben, da wurden dann eben auch Afroamerikaner gerne als Streikbrecher eingesetzt. Also sprich, während eines Streiks wurden dann Afroamerikaner bezahlt, teilweise sogar mit besseren Löhnen, als wie man das sonst verdient hätte, um dann eben arbeiten zu gehen, obwohl eigentlich ein Streik ist. Und Streikbrecher waren eben die verhasstesten Personen in einer ja, stark von der Arbeiterklasse geprägten Stadtgesellschaft, logischerweise, weil es waren ja nicht nur Verräter in dem Sinne, dass man sie moralisch dafür angeklagt hat, sondern die hatten tatsächlich einen materiellen Widerspruch einfach zu den Leuten, weil sie eben die Macht der Gewerkschaften weggenommen haben. Das Ganze hat sich aber natürlich auch mit einer rassistischen Stimmung verbunden, weil es ist nicht so, dass nur in den Südstaaten rassistische Ideologie stark war, sondern die rassistische Stimmung war auch die ganze Zeit, selbst während es starken Antisklaverei-Aktivismus gab, auch in den nördlichen US-amerikanischen Staaten stark. Und tatsächlich ist es auch so, dass es dann eben zu dem Revival des KKK kam, also dem Ku Klux Klan, auch unter anderem dann eben in den 1910er, 1920er Jahren, war es auch so, dass gerade diese industrialisierten Zentren des Nordostens der Vereinigten Staaten, also das, was man heutzutage eben diesen deindustrialisierten Rust Belt bezeichnet, beispielsweise diese ganze Region rund um die Great Lakes, auch ein Zentrum des Aktivismus des Ku Klux Klans war. Beispielsweise in einem Bundesstaat Indiana, ich glaube, das war auch in Indianapolis sehr stark, da hattest du teilweise, dass ein wirklich ein signifikanter Teil der weißen männlichen Bevölkerung Mitglieder des KKK waren. Und das hat sich eben unter anderem natürlich auch an diesen Arbeitskonflikten entbrannt, die dann eben durch diese Migration einfach stärker geworden sind. Und deswegen muss man dann, glaube ich, sagen, dass es da ein widersprüchliches Verhältnis gab, weil genauso gab es natürlich auch viele Sozialisten und viele Gewerkschaftler, die eine solidarische Position zu den Afroamerikanern eingenommen haben und die auch damals eben gegen rassistische Mobilmachung waren. Aber das ist eben ein, ja, mal so kann man sagen. Ja, ist ja wirklich dann diese Urfunktion eigentlich vom Rassismus da definiert. Also einfach diesen, die Einigkeit innerhalb der Klasse dann halt zu spalten und das halt dann eben ganz konkret heraufprovoziert von den Bossen an der Stelle. Ja, ist ja auch natürlich irgendwo eine tolle Sache für die, die an den Hebeln der Macht in so einer Fabrik sind, wenn die Leute dann eher die neu ankommenden Schwarzen als das primäre Problem sehen und es dann zu Rassenunruhen kommt, anstatt dass die Wut und der Hass sich weiterhin auf die Bosse konzentriert. Also wie gesagt, man muss natürlich dazu sagen, dass es halt diesen materiellen Anteil daran gab. Ne? Es war tatsächlich so, dass über die dann der Kampf kaputt gemacht wurde, aber den Fehler oder der Kampf geschädigt wurde, aber man muss natürlich da diesen Denkfehler ausmachen bei den Leuten, dass sie daraus dann eben eine allgemeine Aufkündigung von Solidarität mit den neu angekommenen Schwarzen rausgezogen haben und dann auch nicht einfach nur gegen die Streikbrecher vorgegangen sind, sondern es dann zu großen Rassenunruhen kam und einfach ja, die Viertel der Schwarzen angegriffen, angezündet wurden und es dann zu Lynchmorden und Pogromen kam. Ja, der Schweinelord schreibt auch, dass es ja auch heutzutage in Deutschland Ableger vom KKK gibt. Aber man muss ja auch, also selbst in den USA ist der KKK ja wirklich ein Schatten seiner selbst. Also man sollte es jetzt nicht komplett herunterreden, aber also ich glaube, auch im Vergleich zu sonstigen Nazi-Organisationen in den USA, da gibt es schon deutlich elitärere und fittere und
halt auch immer, wenn man jetzt halt eine Reportage oder irgendwie einen Eindruck vom KKK heutzutage bekommt, das ist halt wirklich richtig heftig, was es halt für Leute sind. Also es sind halt oft halt einfach so dieses klassische, was man jetzt so als Vorurteil vielleicht hat, so diese wirklich auf Crack hängen gebliebenen, verarmten Weißen in irgendwelchen Vorstädten, die halt dann in einem Wohnmobil wohnen oder so. Also ich glaube, diese elitären Zeiten sind halt zum größeren Teil vorbei. Ich glaube, die haben in einem Ort sind die noch relativ stark, aber ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Aber da gab es auch noch mal eine relativ aktuelle Reportage drüber. Da haben die noch so ein Domizil, aber sonst haben die sehr stark an Einfluss zum Glück verloren, ne? Das würde ich, glaube ich, auch so unterschreiben. Also in Deutschland habe ich auch von dem, was ich bislang davon mitbekommen hatte, auch das eher so verstanden, dass das eine sehr, sehr randständige Struktur ist. Also nicht in dem Sinne, dass es keine Verbindung zu den sonstigen Neonazi-Strukturen gibt, sondern einfach, dass das ein sehr kleines Phänomen ist. Und ich glaube, da gab es dann eben eher so vereinzelte Versuche, beispielsweise Polizisten in Deutschland mit zu organisieren und sonst eben auch so ein bisschen so ein Versuch darüber, so ein mit Nordamerika verbundenes Terrornetzwerk aufzubauen, aber jetzt nicht irgendwie der langläufige Versuch, irgendwie in Deutschland den KKK, so wie er es früher war, zu einer Massenbewegung zu machen. Was aber, glaube ich, einfach auch daran liegt, dass das nicht so wirklich zu den Verhältnissen und auch nicht so wirklich zu der Kultur in Deutschland passt. Man nimmt das ja schon sehr stark als ein primär US-amerikanisches Phänomen war. Und auch in den USA, würde ich sagen, hat der KKK sich auch einfach so ein bisschen einmal in seiner Aufmachung überholt, weil es hat ja auch, man hat ja auch beim KKK nicht mehr so, dass man so sagt, das hat jetzt irgendwie so einen anrüchigen Charme oder so oder viel Mysterium, so wie das früher war mit diesem, die haben ja auch eigentlich dieses, so ein gerades System, wie wir es von den Freimaurern kennen und auch so ein bisschen Geheimgesellschafts Anleihen und die meisten Leute finden das ja eher heutzutage lächerlich, wie mit diesem Kostüm und irgendwie der Grand Dragon und Grand Wizard of the KKK. Und auch die Ideologie ist ja, sagen wir mal, so ein bisschen im Gegensatz zu dem, was heutzutage ansteht, hängen geblieben, weil die ja, ich meine, wie lange haben die noch antikatholische Einstellung gegenüber katholischen Weißen gehabt? Und wie lange haben sie dann eben nicht diesen Sprung geschafft, zu sich anzupassen, eben jetzt primär gegen Latino-Immigration zu sein und stattdessen primär eben weiterhin diesen rassistischen Fokus auf Schwarze zu haben, was einfach im Vergleich zu eben dieser Migrationsthematik, was jetzt so rassistischen Aktivismus geht, in den Hintergrund gerückt ist. Und deswegen würde ich mich da eigentlich so deiner Einschätzung, glaube ich, ziemlich anschließen. Ich glaube, das mit diesen ganz wilden Kostümen kam ja auch erst später. Also ich glaube, so krass gab es das in den Hochzeiten vom KKK nicht. Da hat dann das allgemein Weiße einfach dominiert. Was witzig ist, ich musste tatsächlich gerade deinen Kommentar, Schweinelord, musste ich freigeben. Also White Trash steht tatsächlich auf der auf der Wörterliste von die eigentlich nicht erlaubt sind bei Twitch, wo noch mal einer sagen soll, dass halt Rassismus gegen Weiße nicht auch mit dem Bannhammer belegt wird. Er ist ja tatsächlich auch ein Begriff, der primär eben von reichen Weißen geprägt wurde, die versucht haben, sich gegenüber ländlichen, verarmten Weißen oder auch zugezogenen, vor allem aus dem Süden zugezogenen, verarmten Weißen in den Ghettos abzugrenzen. Deswegen auch White Trash eben. So, das ist weißer Abfall. Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Lobmaterial, dass die Folge, das Ende und der Anfang an die Anarchismus-Arte Doku rankam, weil die ist ja auch schön episch. Ich muss jetzt anscheinend jedes Mal White Trash erlauben. Übrigens, der Automat sagt,
Eine Nachricht wurde zurückgehalten wegen Hautfarbe, ethnische Zugehörigkeit oder Religion. Wenn die Nachricht zugelassen wird, wird sie, sag ich, erlaub auch dir, dieses Wort zu benutzen, Nightmare. Interessant, also kann man das einfach zulassen und dann gehen Beleidigungen auch durch? Also ich will jetzt nicht wieder, dass Leute irgendwie angestiftet werden, jetzt irgendwie eher noch fragwürdigere Bezeichnungen für Menschen da reinzuschreiben. Ich schreibe jetzt einfach mal A-Loch. Einfach mal in den Chat und gucke, was passiert, okay? Also es ist jetzt gegen niemanden gerichtet, einfach nur als Test. Hey, es ist einfach so durchgegangen. Vielleicht als Admin darf man das. Ja. Also schreibt gerne weiter rein, was euch sonst noch so eingefallen ist zu der Folge, was euch da noch auf dem Herzen brennt, was wir da noch besprechen sollen, was ihr noch interessant fandet, was man vielleicht noch vertiefen kann. Dann ist hier noch die Frage, oder der Punkt ist, White Trash, die neue Form des Rednecks. Ja. Naja. Ich glaube, das sind zwei Ja. unterschiedliche Zeichnungen. Redneck verbindet man ja schon deutlich mehr mit den verarmten ländlichen Weißen aus den Südstaaten. Und White Trash wird halt, glaube ich, universeller genutzt. Und Schweinedort meint auch, das stimmt ja auch, dass es dann halt eher für linke Gewerkschafter benutzt wird, Rednecks. Für Dass es linke halt für Gewerkschafter. linke Gewerkschafter benutzt wird, Redneck. Verstehe ich gerade nicht. Wird es Sagst nicht du so was? benutzt? Inwiefern? Egal, gehen wir weiter über zu der Okay. Ja, gehen wir weiter. weiter im Text zu der genau, Schweinlaut meint nochmal, die haben sich selber so genannt. Linke Gewerkschafter, Redneck. Echt? Das ist mir tatsächlich neu. Das wusste ich nicht. Ich wusste zwar, dass es so Strukturen wie die Redneck Revolt gab, die das für sich selber aufgreifen wollten, aber ich wusste nicht, dass das von Gewerkschaftlern verwendet wurde. Genau, Madrigal fragt, mich hat das gewundert, dass es damals keine Strafe für Kriegsdienstverweigerer gab. Wisst ihr dazu noch mehr? Soweit ich weiß, gab es Strafen für Kriegsdienstverweigerer. Ich glaube, wir haben das auch nicht gesagt, dass es das nicht gab, oder? Also ich meine, Sacco und Also. Vanzetti und auch andere Anarchisten sind ja unter anderem, je nachdem, welche Version man jetzt da glaubt von deren Motiven, aber sind ja geflohen, um der Einberufung zu entkommen. Und ich meine, wenn man ein Gesetz schreibt, dass die Leute von da bis da eingezogen werden, dann sind jetzt da auch eigentlich Repressionen immer angedacht. Ich weiß jetzt nicht genau, Es war ja sogar so, dass wie die Sacco oder Strafen aussahen. Vanzetti, ich bin mir nicht ganz sicher, dass das auch selbst wo die zurückgekommen sind aus ihrem Exil, hat dann einer von den beiden auch unter falschem Namen, ich glaube, ein Jahr lang gelebt, um halt, weil er halt Also Angst Vanzetti. hatte, Vanzetti, ja, weil er halt Angst hatte, dass er dann halt noch Strafverfolgung deswegen erfährt, weil er halt den Kriegsdienst verweigert hat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie einfach nicht während deswegen jetzt angeklagt wurden, weil meistens ja die schwerwiegenderen Fälle von etwas zuerst juristisch verfolgt werden. Und ich meine auch, dass das mit der Kriegsdienstverweigerung ja erst während des Prozesses rauskam. Und da standen ja ganz andere Strafen erstmal zur Verhandlung und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es da jetzt nicht großartig im Interesse des Staates lag, oder des Bundesstaates Massachusetts, das dann weiter zu verfolgen, würde ich jetzt sagen. Könnte man auch sagen, ist Ressourcenverschwendung, wenn die sowieso lebenslänglich oder zum Tode verurteilt werden.
aus der Sicht des Staates. Was ich noch generell so in dem Kontext von diesem Fall einfach krass finde, ist, wenn man sich das mal überträgt auf die heutige Zeit, was das halt bedeutet. Also da haben halt einfach zwei, ja, migrantische Arbeiter, die halt ja auch ganz offensichtlich jetzt keine kompletten Unschuldslämmer waren, im Sinne von jetzt einem, ja, einem bürgerlichen Staat so. Also die waren ja wirklich auch Anhänger des militantesten Flügels des Anarchismus, selbst wenn man ihnen jetzt nichts konkret irgendwie nachweisen konnte. Sie waren ja auch bewaffnet, als sie festgenommen wurden und so. Also wenn man sich das mal überlegt, diese ganze Fallzusammenhang, diese beiden Personen, was das für eine weltweite Bewegung losgelöst hat, also dass das heutzutage halt nochmal passiert, dass jetzt halt wirklich zwei bewaffnete Arbeiter, die sehr militante Ideen haben und halt im Prinzip halt so den immanenten Klassenkrieg propagieren, ja, nur weil ihnen nicht nachgewiesen werden kann, dass sie jetzt halt diesen konkreten Banküberfall gemacht haben, so eine Welle der Solidarität auf der ganzen Welt bekommen und auch ja, weit über die linke revolutionäre Bewegung halt hinaus. Das ist schon einfach Wahnsinn. Also das ist, wie Nightmare, du schreibst, es ist halt gerade undenkbar, und das finde ich auch so krass und so bewegend auch an dem Fall. Und auch, das finde ich, macht das auch greifbarer. Wir haben da ja schon ein paar Mal drüber geredet, dass es halt in der anarchistischen Bewegung damals so einen festen Glauben an auch eine Revolution gab. Und ich finde, wenn das ist eigentlich, wenn solche Leute so eine Unterstützung auf der ganzen Welt bekommen, dann ist das auch einfach, spricht das halt auch für diesen enorm hohen Stand und enorm hohe Möglichkeiten von so einer organisierten Arbeiterinnenbewegung auf der ganzen Welt. Und das macht das auch nochmal greifbarer an diesen konkreten Biografien, warum die Genossinnen damals auch so eine Hoffnung, trotz auch so schwerwiegender Missstände und so schlimmer Situationen, denen sie begegnet sind und denen sie ausgeliefert waren, noch oftmals hatten, ne? Ja. Nee, ich finde das auch wirklich gut, das nochmal hervorzuheben, dass das heutzutage wirklich schwer vorstellbar ist, dass es so eine massenhafte Solidarität wirklich auf der ganzen Welt und auch in breiten Teilen der Gesellschaft bei so einem Thema gibt. Das stimmt wirklich. Ja, Nightmare fragt noch, hat Mussolini die unterstützt wegen der Verbindung zu Italien oder der Verbindung zum Syndikalismus? Ist darüber irgendwas bekannt? Vielleicht auch beides. Die Gelehrten sind sich uneinig. Nein, also tatsächlich muss ich sagen, da habe ich jetzt nichts weiteres zu gefunden. Also ich habe jetzt auch da jetzt irgendwie nicht super viel weiter zu recherchiert, warum, was jetzt genau der Hintergrund war. Ich meine aber auch, dass da jetzt nicht so viel bekannt zu ist, außer dass es eben unter der Hand passiert ist, dass das nicht öffentlich von Mussolini gemacht wurde. Und ich würde jetzt eher darauf tippen, dass es dann aufgrund ja, nationaler Zugehörigkeit bestanden hat, dass man einfach gesagt hat, dieser Auslandsitaliener, vor allem eben diese Italo-Amerikaner, in dem Fall jetzt da, sind genauso Italiener wie wir, sind uns eine wichtige Gruppe und wir finden das halt einfach scheiße, wenn das hier zu einer fremdenfeindlichen Stimmung gegen die kommt und wenn die eben ungerecht behandelt werden. Also solche Fälle gibt es ja immer mal wieder, dass autoritäre Regime, selbst wenn es dann um linke Teile der Diaspora geht, es aber um allgemeine Beschmutzung der Ehre vor Ort, dieser einzelnen Ethnie dann geht, dass die irgendwie ungerecht behandelt wird, dass man sich dann da auch einschaltet. Und ist natürlich auch sicherlich eine Darstellung von Macht in dem Fall dann, wenn es funktioniert hätte. So. Würde ich jetzt so sagen. Aber genaues kann ich da nicht zu sagen.
Ja, Bold Ennekes fragt, ob wir schon mal über die Propaganda der Tat gesprochen haben. Und das ist ja auch in der Tat eine sehr naheliegende Frage. Und das haben wir auf jeden Fall in unterschiedlichen Formen und auch aus unterschiedlichen Perspektiven und immer mal wieder. Also wir haben es ja jetzt auch in der Folge getan. Jetzt nicht als zentrales Thema, weil es ein Aspekt. Wir haben das auf jeden Fall auch in der Folge zu Gewalt und Militanz in irgendwelchen Arten und Weisen getan. Wir haben es auch, glaube ich, in der Folge zu sozialen Banditen, meine ich, getan. Und auch immer mal wieder natürlich in diversen Livestreams. Also so als, wenn es dann halt aufgekommen ist, ne? Und aber man kann natürlich auch kurz was grundsätzlich dazu sagen. Ich finde schon, dass wenn man sich das auch historisch anguckt, was das halt für Folgen hatte und auch was es jetzt auch immer mal wieder halt da für Auswüchse auch im Jetzt und in den letzten Jahren immer mal wieder auch gibt, ist das schon einer der größten Hindernisse innerhalb der anarchistischen Bewegung, die immer mal wieder hochkommen, die so aus den eigenen Reihen kommen. Also weil es gibt natürlich viel, was man kritisieren kann und worüber wir sprechen und was wir auch immer wieder anmerken und worüber wir uns beschweren und so weiter und so fort, was halt schädlich für unsere Entwicklung ist. Aber das ist tatsächlich diese von gesellschaftlichen Entwicklungen oftmals losgelösten Anschläge, die klar in der Vergangenheit vielleicht noch mal mehr damit im Zusammenhang standen und mehr darauf Bezug genommen haben, auch im Kontext von einer breiteren Bewegung stattgefunden haben historisch, aber trotzdem ganz oft ja an der Realität dann doch vorbeigingen und halt eben diese individuellen Anschläge abseits von so einer Massenmilitanz oder einer wirklich größeren organisierten Gegengewalt von jetzt irgendwelchen Milizstrukturen oder Guerillastrukturen, meinetwegen auch so Volksguerilla-Sachen, das ist etwas, was sehr, sehr schädlich für den Anarchismus ist. Weil, wie wir das auch bei Sacco und Vanzetti gesehen haben, es hervorragend dazu geeignet ist, um halt eben Stimmung zu machen gegen jedwede fortschrittliche, jedwede sozialistische Kraft. Und das gibt halt dem Staat einfach enormes Futter an die Hand und dazu ist halt der konkrete Nutzen und der konkrete Sinn des Ganzen halt einfach nicht gegeben. Also es gab ja mal früher diese Metapher von der Schlange, der man den Kopf abschlägt in der historischen Propaganda der Tat. Und wenn man den Kopf abschlägt, dann stirbt der Körper. Ja? Und daran sieht man halt schon, was für ein falsches Herrschaftsverständnis die Leute, die das damals durchgeführt haben, auch hatten. Beziehungsweise selbst ja so Leute wie Bakunin oder so hatten ja auch mal so ein paar Monate oder mal ein Jahr, wo sie da halt mit sympathisiert haben. Aber das war dann auch damals halt eine neue Strategie, die halt angewendet wurde im Klassenkrieg, ja, die es dann halt vorher in der Intensität nicht gab. Und dann war das halt nochmal was anderes, weil es halt neu war und ein neuer Versuch und der auch ein bisschen aus einer Verzweiflung davon gekommen ist, dass halt die grundsätzliche Veränderung auch durch den langen, harten Weg über Gewerkschaften etc. nicht so kam. Aber die Realität ist ja sowohl historisch als auch aktuell, du schlägst halt der Schlange einen Kopf ab und es entstehen eigentlich drei neue Köpfe. Es ist halt eher wie so, wenn man in dieser Metapher bleiben will, eine Hydra, die halt auf diesem Weg halt nicht besiegbar ist. Ich denke auch, dass man ein kleines Revival von positivem Bezug auf die Propaganda der Tat in aktuellen Zeiten, primär eben natürlich von Leuten, die sich selber dem Anarcho-Primitivismus oder dem aufständischen Anarchismus zurechnen, mitbekommt. Auch daran liegt, dass der Anarchismus ja in den weitesten Teilen der westlichen Welt, jetzt mal abgesehen von beispielsweise Spanien und meinetwegen auch noch Frankreich, die Verbindung zur breiten Gewerkschaftsbewegung stark verloren hat und es immer stärker eigentlich so ist, dass es sich um eine Mischung aus
Kleinzirkel-Anarchismus und auch Lifestyle-Anarchismus stark verbunden mit Subkulturen handelt. Und es auch viele Leute gibt, die sich beispielsweise auch einfach über ja, Online-Medien oder auch einfach nur Literatur im Sinne des Anarchismus politisieren. Und ich glaube, wenn Leute sich so alleine fühlen und das Gefühl haben, dass sie eben nicht Transformation mit einer Massenbewegung auf einer breiten gesellschaftlichen Basis anstreben können, dann fühlt man sich sehr hingezogen zu einem Konzept wie der Propaganda der Tat mit der Idee, dass es einfach nur eine einzige Person braucht mit einer Waffe in der Hand oder mit einer Bombe, die es dann schafft, eben, ja, wie du es gesagt hast, der Schlange den Kopf abzuschlagen, irgendeine Person in einer starken Machtposition eben umzubringen und dadurch dann eben für massive gesellschaftliche Veränderungen zu sorgen. Und interessanterweise ist es ja so, dass wenn man sich anschaut, die Propaganda der Tat ja auch in einer Zeit geboren wurde, in der viele Staaten der westlichen Welt noch Monarchien waren. Manchmal mit einer stärkeren parlamentarischen Beteiligung, manchmal mit weniger parlamentarischer Beteiligung und viel absolutistischer oder autoritärer regiert. Und da kann man ja sogar noch sagen, ist es irgendwo naheliegend, dass in so einer Gesellschaft auch eine Bewegung wie der Anarchismus eine Strategie entwickelt, die sagt, ich muss einfach nur diese Person beseitigen, auf die so viel Macht in der Gesellschaft konzentriert ist. Und das destabilisiert diese Gesellschaft schon so stark, dass erstmal gesellschaftliche Umbrüche möglich werden. Aber dabei ist es dann ja so ironisch, dass in diesen Zeiten, wo Leute sich eigentlich noch viel mehr naheliegenderweise dazu hingezogen fühlen, einfach aufgrund ihrer absoluten Machtlosigkeit in ihrem anarchistischen Aktivismus, es gerade diese Zeiten sind, wie du es auch angeschnitten hast, in denen es in den Gesellschaften, in denen gerade diese Form des Anarchismus eben wieder einen gewissen Aufwind erfährt, es überhaupt nicht mehr diese Machtkonzentration auf eine Person gibt. Also meinetwegen noch in den Vereinigten Staaten mit der starken Position des Präsidenten, wenn man will, auch noch vielleicht mit dem britischen Premierminister. Aber abgesehen davon leben wir wirklich in Zeiten, in denen die gesellschaftliche Macht sehr, sehr breit gefächert in den Staaten ist, sowohl in der politischen Sphäre als auch in der ökonomischen Sphäre, wo wir ja auch nicht mehr die, ja, wenn man so will, die riesigen Trusts haben, in denen ein Kapitalist wirklich eine ganze Branche dominiert und das schaltet und waltet und auch wirklich großen Anteil am Eigentum dieser Konzerne hat. Ich meine, klar gibt es halt so Leute wie Musk oder so, die halt, also, ne, wahrscheinlich sind halt die Leute, die jetzt halt so die oberen 1% ausmachen, sind so viel mächtiger, so viel reicher, so viel einflussreicher, als es jemals davor ein König irgendwo in irgendeinem Land, den man hätte meucheln können, niemals erreichen hätte können. Aber weil es halt auch diese oder, ja, danke, der Schweinelord, eher die 0,1% in dem Fall dann sogar. Aber das ändert ja nichts an der grundsätzlichen Einstellung zu dieser Frage. Und vielleicht kann man da so ein bisschen, es gibt ja jetzt gerade viel auch bei diesen ganzen Anschlägen, die wir jetzt erleben, aus so diesem Rechtsterrorismus und Islamismus, diese ganze Lonely Wolf Geschichte. Und ich sehe halt schon eine kleine Gefahr, dass sowas auch aus anarchistischen Zirkeln halt kommen kann. Und deswegen ist es Ja. schon auch wichtig, darüber zu sprechen und sowas halt auch ganz klar zu diskutieren und auch, ja, wenn sowas passieren sollte, auch zu verurteilen, weil es halt so eine, ja, wie der jetzt halt, Bold Anarchist, du hast geschrieben hast, eine naive Taktik ist, die halt zu nichts führt. Und wie das halt, weil, also warum das halt mit diesem Lonely Wolf vielleicht auch auf uns dann halt übertragbar sein kann, wenn in der schlechtesten Zusammensetzung der Dinge, ist ja genau das, was du beschrieben hast. Dass es jetzt halt so viele auch junge Leute gibt, die halt ohne Kontakt zu einer breiteren Bewegung sich halt einfach übers Internet radikalisieren. Auch dann, es gibt ja diese diversen Schriften und
radikalen Ansätze von so aufständischem Anarchismus und Primitivismus und so weiter und so fort. Und da sind ja auch ganz viele Ansätze halt eben dabei, die halt so total gesellschaftsverneinend sind, sie halt so total, es ist eigentlich scheißegal, was man halt individuell macht. Es geht halt nur darum, dass sozusagen das aus unserer Sicht Richtige zu tun, die Richtigen anzugreifen, etc. Da kann ich mir schon vorstellen, dass im schlechtesten Fall dann halt auch mal Leute sich so weit radikalisieren, dass sie halt nicht nur irgendwie mit in Elektrosäulen halt reinschrauben, sondern halt irgendwie auch zu sowas. Zum Glück ist es halt bis dahin nicht so gekommen, sondern was wir halt ja nur erlebt haben, ist speziell jetzt halt, und das ist ja auch schon ein bisschen her, vor so 10, 15 Jahren hatten wir ja so eine nihilistische Kleinstgruppen, militante Bewegungen, ja, die halt dann so Briefbombenanschläge speziell verübt haben auf dann halt Banker und so, wo dann halt irgendwelche Postbeamten halt die Arme weggesprengt bekommen haben und so ein Zeug. Und das war halt auch richtig scheiße und das haben wir zum Glück halt gerade nicht. Also auch wenn es halt immer diese Befürchtung gibt und dass es auch begründet ist, dass es auch wieder mehr erstarken könnte, ist es halt gerade eigentlich eine gute Situation, was das angeht, weil halt, wie gesagt, vor so 10, 15 Jahren war die Situation viel schlimmer, weil es da halt eben diese nihilistische Internationale gab, die halt echt richtig viel Mist verursacht hat. Und das ist halt eben das Ding, nochmal, um das konkret zu machen, einen weiteren, also man kann halt, denke ich, viele Argumente für finden, aber um noch ein weiteres Argument, was ich zentral finde, ins Feld zu führen, warum das so schädlich für den sozialen Anarchismus ist. Diese Leute agieren dann ja mit dem Anarchismus. Und unser Hauptziel ist es ja, also auf einer ideologischen Ebene, wie wir das immer so schön sagen, halt den Anarchismus aus der Schmuddelecke zu holen, dafür zu sorgen, dass er nicht mehr mit Chaos und Brutalität und was weiß ich was verbunden wird. Und auf einer materiellen Ebene ja, dass es halt den Menschen wirklich nützt und sie voranbringt und ja, dass man halt sieht, okay, das sind halt die Menschen, die für uns kämpfen und so. Und da schließe ich mich halt an, dass das halt eine kämpferische Gewerkschaft, die wirklich meinen Interessen nach agiert und da will ich halt mich beteiligen und selber einbringen. Und auf der politischen Ebene ist es halt irgendwie logisch, also eine Gruppe, die halt für Angst, Zerstörung und dann oftmals auch nicht zielgerichtete Anschläge sorgt, wirkt halt sehr aktiv dem Bild. Trägt sehr aktiv zu dem Bild bei, dass halt Anarchismus etwas Chaotisches, etwas Brutales, etwas ist, was dann halt ja nicht eben Ordnung ohne Herrschaft ausstrahlt. Und auf einer materiellen Ebene ist es halt etwas, was ja, wo es dann halt immer auch Leute gibt, die halt sagen, ja geil, ne, jetzt geht's halt den Reichen an den Kragen und endlich räumt mal wer mit denen auf. Also es gibt auch so eine Grundsympathie für auch krassere Anschläge und so innerhalb von der Bevölkerung. Aber die meisten Leute lassen sich dann halt genau an der Stelle dann auch von der Gegenpropaganda, und die ist halt eben viel, viel, viel mächtiger als was wir jemals auf die Beine stellen könnten. Speziell aktuell so vereinnahmen, dass dann halt alles, wo Anarchismus draufsteht und dann eben auch die anarchistische Gewerkschaft halt, dass es dann halt legitim ist, gegen die halt den großen Repressionsschlag auszuholen, um diese schmalen Ansätze dann auch noch zu niederzubügeln. Und ja, ich denke, das lässt sich dahingehend dann gut zusammenfassen, warum das so schädlich ist. Ja, absolut. Okay, ich würde sagen, wir öffnen mal die Runde ins Allgemeine hin. Also wenn ihr jetzt noch Fragen habt, die über das Thema Sacco und Vanzetti hinausgehen, dann könnt ihr sie gerne stellen. Auch weiterhin Fragen zu Sacco und Vanzetti oder nahegelegenen Themen, die aufgekommen sind. Ja. Und Boll-Ennekes schreibt auch noch zu seiner eigenen Frage und unseren Ausführungen dann, dass es ja schlicht einfach PR ist, um den Status quo schön zu verkaufen, schaut der Feind. Okay, den Rest kann ich
von der Anordnung des Satzes nicht ganz vernünftig wiedergeben. Aber ja, der Staat hat dann halt eben einen, sorry, der Staat hat dann halt eben eine gute Grundlage, um sein eigenes Gewaltmonopol gut halt zu argumentieren. Und da wissen wir auch aus der Geschichte der anarchistischen Bewegung, dass halt ja zum Beispiel Interpol, ne, ist, das kommt ja in der Anarchismus-Arte-Doku vor, ist ja wegen der schwarzen Gefahr, der anarchistischen Gefahr gegründet worden. Ja. Ich habe manchmal echt das Gefühl, dass diese modernen Vertreter der Propaganda der Tat sich das echt immer noch so ein bisschen vorstellen wie bei VW Vendetta. Das ist irgendwie einfach, das ist so wirklich diese Grundhaltung in der Bevölkerung von Opposition zum herrschenden System gibt, dass es einfach nur irgendwie irgendwo Krach-Bumm machen muss, irgendein Politiker mit einer hohen Machtposition fällt einem Attentat zum Opfer und auf einmal strömen dann in einer Nacht einfach alle Bürger auf die Straße und schließen sich dem an. Und Wobei ich halt nicht glaube, ehrlich gesagt, also ich glaube das ehrlich gesagt nicht, weil halt die meisten Leute, die haben überhaupt gar keinen Willen oder Verständnis, also die das gut finden, davon, dass man sowas überhaupt erreichen kann, dass es überhaupt gut ist oder so, das zu erreichen. Weil wie gesagt, halt diese nihilistische Internationale, denen war das halt scheißegal. Die wollten halt keine Revolution oder so, die wollten halt einfach eine Destabilisierung von dem Schweinesystem letztendlich haben und alles andere ist denen halt Latte gewesen. Und so ja, wird es jetzt halt den meisten Leuten gehen, die halt sowas feiern aktuell. Es gibt da ja mehrere Strömungen. Es gibt ja tatsächlich diese Hoffnung, dass dann eben es zu auch einer, also aus diesen Aktionen heraus zu einer Massenbewegung kommt. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die tatsächlich, wie du es gesagt hast, einfach sagen, wir wollen eine Destabilisierung, wir wollen einfach nur dazu beitragen, dass dieses System zusammenbricht und dann daraus irgendwie in einem Bürgerkrieg es schaffen, unsere primitivistischen Jäger- und Sammlerkommunen aufzubauen. Im Endeffekt sind das die Leute, die tatsächlich recht nah von der Strategie ran sind, an dem, was man jetzt faschistischen Akzelerationismus nennen würde. Also das ist ja nochmal eine zweite Bedeutung. Akzelerationismus ist natürlich auch eine tatsächliche generell politische Denkschule und auch, könnte man sagen, irgendwo ein strategischer Ansatz, aber es gibt das ja auch nochmal explizit bezogen auf so terroristische Aktivitäten, vor allem eben von faschistischen Gruppierungen, die dann Ziele des Staates und auch häufig dann noch Ziele von Minderheiten, die man in irgendeiner Form und Weise gewaltsam beseitigen möchte, dann angegriffen werden, einfach nur mit dem Ziel einer Destabilisierung und dann einem Ausbruch von einem Rassenkrieg, wo man dann eben das aktuelle System durch ein faschistisches ersetzen kann. Und im Endeffekt ist ja auch so ein bisschen tatsächlich das Rationell dieser Leute, die dann Propaganda der Tat dann verfolgen, auch ähnlich, dass man einfach sagt, wir machen einfach so lange Krach-Bumm, bis es irgendwie zu einer massiven Destabilisierung der Gesellschaft kommt und man hofft dann irgendwie, dass man dann in dieser Destabilisierung der Gesellschaft irgendwie am Ende weit oben dann steht mit der eigenen Machtposition und dann wird das schon irgendwie. Teilweise sind die Leute ja auch die dann sogar Aktivitäten machen, die sie selber in der Opposition zu der breiten Bevölkerung bringen. Geht's jetzt zum Einkaufen? Ich bin gerade noch online. Okay, in dem Sinne, ich glaube, ich muss jetzt einkaufen fahren. Ja, ich stelle noch eben, wir haben zwei, drei Minuten, haben wir sicherlich noch, oder? 3 Minuten? Eine Minute. Okay, also einmal macht es hier gerade Krach-Bumm in unserem Online-Shop. Du hast es richtig angesprochen, Benny, denn wir haben sehr schöne neue Aufkleber. 2 neue Motive. Hier, ich habe einen fetten Batzen in der Hand, der könnte bald euch gehören. Einmal mit dem Thema Verschwörungsatzen und Atzinnen ansprechen. Und dann gibt es hier noch das zweite Motiv, dem Gang-Sign.
in sehr großer Größe. Man sieht es, wie es über meine Hand hinaus ragt. Und ich habe große Hände, ja, also ein sehr großes Motiv. Und wenn ich schon dabei bin, gibt es auch bei anarchismus.de jetzt diesen schicken Aufkleber in größerer Anzahl. Hat mir richtig gut Auch gefallen. ein nettes Ding. Also wenn ihr euer Kiez weiter bepflastern wollt, ist das eine gute Sache. Gut, Leute, ich muss jetzt einkaufen. Wimsel hat mir auf jeden Fall heute viel Freude bereitet. Ich hoffe, dass ich dann auch weiterhin die Streams hier immer teilnehmen kann. Ja, diesen Sonntag auf jeden Fall Überblick. Ich antworte noch auf die letzte Frage, die reingekommen ist gleich. Und dann mach du schon mal gut. Kann Wir hier sehen einfach uns. auflegen, ne? Dann bin ich raus, oder? Ja, ich denke schon. Okay, dann sehen wir uns wahrscheinlich den Sonntag, ne? Bye bye. In diesem Sinne, Glück auf. Glück auf. Wie jetzt? So, jetzt habe ich auch wieder Ton. Ja, mit diesem Gäste-Dings ist immer noch ein bisschen ausprobieren. Aber so geht's. Genau, ich wollte noch kurz auf die letzte Frage eingehen von Sloan. Warum wir nicht gendern? Also, das ist eine Frage, die wir tatsächlich ab und zu mal jetzt erhalten über die Zeit. Und naja, wir gendern ja nicht grundsätzlich nicht. Also ich glaube, wir haben auch heute, ich glaube, ich habe erst vor einer Minute oder so was gegendert. aber wir gendern also ja nicht grundsätzlich nicht mehr, sondern es ist eher dann so eine Sache von, dass wir nicht grundsätzlich gendern. Das haben wir auch noch nie getan, meine ich. Es ist halt einfach nicht Teil von jetzt unserer Sprachgewohnheit. Uns geht es halt dann immer darum, dass wir halt ab und zu gendern, um das halt zu betonen, ja, dass halt alle gemeint sind und sonst meistens ist es so, dass wir halt einfach ja, auch dann häufig dann halt natürlich probieren, einfach gar nicht jetzt irgendwie männlich oder weiblich halt zu sprechen. Und ansonsten finden wir es auch oft schade, dass wir dann halt auch von Leuten einfach, das trifft jetzt nicht auf dich zu, sondern keine, ne, aber dass wir dann halt einfach auch in Reaktion auf irgendwelchen Folgen dann halt einfach nur das als Reaktion bekommen, wo dann halt Leute sagen, ja, hier, ich fand die und die Folge halt nett, aber ihr habt halt irgendwie nicht gegendert. Und weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dann halt das dann auch darauf zu reduzieren. Aber ja, das kann sein. Das kann sein, sondern dass wir halt da so ein bisschen, dass wir uns da so ein bisschen verändert haben. Ich meine, wir haben ja auch viel halt uns entwickelt, ne, in der Zeit mit dem Projekt. Und man probiert es dann ja natürlich auch am Anfang halt mehr so auch einer Szene halt recht zu machen, dass man da halt ein bisschen vorsichtiger ist, wie man halt agiert und so weiter und so fort. Und wir haben ja über die Zeit halt das sehr stark einfach so zurückgefahren, dass wir halt einfach so, ja, uns so geben, wie wir auch sind. Und da jetzt halt nicht probieren, halt, ne, so ist eine Szene-Realität so recht zu machen, wie sie halt ist mit ihren Konventionen. Womit ich jetzt halt nicht sagen will, dass das halt prinzipiell falsch ist oder so, sich halt über Sprache Gedanken zu machen. Das ist es auf jeden Fall nicht. Und wir haben auch lange Jahre uns in unserer politischen Praxis diese Gedanken gemacht. Aber für uns hat es halt nicht diesen Stellenwert, wie das halt jetzt in der Szene halt der Fall ist. Und deswegen betonen wir halt eben das ab und zu sprachlich auch, dass es uns halt um alle geht
Und ansonsten betonen wir das vor allen Dingen durch unsere Inhalte, durch unsere Praxis, die wir halt haben, dass wir uns halt eben auch für Gerechtigkeitskämpfe einsetzen und für die grundsätzliche Gleichwertigkeit von Menschen. Das ist, denke ich, eine Selbstverständlichkeit. Gut, ihr Lieben, das wollte ich nur einmal dann noch kommentieren. Bleibt natürlich nicht aus, dass man das immer wieder besprechen muss. Aber ist ja auch eine berechtigte Frage, die man ja auch diskutieren kann. In dem Sinne würde ich sagen, war ein nettes Gespräch mit Joshua und mit euch. Und wir sehen uns wahrscheinlich sogar schon morgen wieder. Also ohne Joshua dann, weil morgen geht es dann in die nächste Runde, aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn ich es schaffe, geht es in die nächste Runde überspielt. Genau, ich habe ein neues Game ausgesucht und zwar wird das der Wyatt Simulator, der Wyatt Simulator sein. Und nettes Indie-Spiel, was ich auch selber noch nicht gezockt habe. Und dann werden wir mal gucken, was das so gibt. Ich weiß noch nicht genau, wann ich online komme, aber dann wisst ihr schon mal Bescheid. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal wahrscheinlich eher gegen abends gucken, ob ich online komme. Und da gibt es ordentlich Krachbumm. Genau das. Ja, und ansonsten, wenn ihr da nicht so Bock drauf habt, schaltet ihr einfach am Sonntag zum Überblick wieder ein. In dem Sinne, macht es gut. Glück auf, schön, dass ihr dabei wart. Auf bald.